Hallo und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge mit dem Balancekissen. Kennt ihr ja alle vom Studio. Wir haben damit schon öfters geturnt und heute üben wir damit mal wieder unser Gleichgewicht. Einfach durch dieses wackelige, durch den wackeligen Untergrund kann man da die gut wirklich üben. Und ansonsten, wenn wir draufstehen, ist es eine feine, schöne Fußmassage. Wir stabilisieren uns dadurch unser Fuß- und Kniegelenk und durch diesen wackeligen Untergrund werden natürlich auch wieder wunderbar die tiefen Muskeln angesprochen. Automatisch stabilisiert man sich besser, richtet sich besser auf. Also eine hoffentlich spaßbringende Einheit. Und wir starten auch gleich. Ihr braucht eure Matte. Balancekissen, aber erstmal hat es Pause. Wir üben erst ein bisschen Balance im Stehen ohne Kissen und dann arbeiten wir eben damit. Also, ich schiebe mal meine Matte ein bisschen nach vorne, dass ihr hier am besten auch die Balanceübungen erstmal auf festem Untergrund ohne Matte, weil da ist es einfach noch ein bisschen wackeliger auf der Matte. Okay, wir beginnen. Ihr richtet euch wie immer hüftbreit ein. Nehmt euren Körper gut wahr, erstmal in die Füße reinspüren, spür deine Ferse, spür Groß- und Kleinzehballen, also die drei Punkte, Ferse, Groß-Kleinzehballen und dann nimm auch wahr, dass du deine Fußaußenseite auf dem Boden hast, alle Fußzehen lang, versuch sie wie ein Fächer auszubreiten. Nimm auch die wahr, deine beiden großen Fußzehen, bring da Sanftdruck drauf. Fußinnenseitenspannung dadurch spüren, Beininnenseitenspannung und hab dein Becken gut senkrecht, die Leiste ist gut geöffnet. Zieh dich in die Länge, deine Krone zieht hoch, Schultergürtel ist gut geöffnet, deine Arme entspannt hängen lassen, Schulterblätter rutschen deinen Rücken runter und so bleibe. Zieh deine Sitzbeinhöcker zusammen. Untere Bauchspannung aufbauen, Rippenverbindung aufbauen, dass du gut stabilisiert bist. Und dann atme einmal ein in deinen Brustkorb, öffne deine Rippen und mit dem Ausatmen lass Rippen zusammengehen, nach unten hin verbinden. Atme einfach weiter und jetzt verlagere dein Gewicht auf deinen linken Fuß. Achte darauf, dass dein Becken nicht kippt und dein rechter Fuß verliert Gewicht. Du bringst das rechte Bein in die Stuhlposition nach vorne, nimmst deine Arme zur Seite und hältst einfach deine Balance. Gut wahrnehmen, wie dein Körper reagiert. Schulterblätter tief spüren am Rücken. Halte, halte. Aufpassen, dass dein Becken nicht kippt. Und dann komm wieder runter. Erstmal beide Füße wahrnehmen, gleichmäßig Gewicht spüren, Stabilität wieder spüren und dein Gewicht auf den rechten Fuß bringen. Länge behalten, Becken nicht kippen und linkes Bein geht hoch in die Stuhlposition und die Arme nimmst du zur Seite und hältst auch hier. Auch hier wieder wahrnehmen, wie dein Körper reagiert, ob sich's anders anfühlt als auf der anderen Seite. Bleib gut im Länge-Gefühl. Hab das Gefühl, die Fußsohle ist ganz richtig gut verwurzelt und du ziehst dich lang raus aus dem Becken mit dem Rumpf. Die Krone strebt hoch. Halte, halte. Und dann komm wieder runter. Beide Füße wahrnehmen. Gleichmäßig erst und dann verlager wieder nach links. Rechtes Bein geht wieder hoch. Halte hier. Und jetzt nimm deine Arme nach oben zur Decke, Schulterblätter tief. Dreh den Brustkorb nach rechts. Öffne deine Arme. Nimm die Arme wieder nach oben. Dreh wieder nach vorne und runter mit den Armen und mit den Beinen. Beide gleichmäßig spüren die Füße und dann Länge im rechten Bein. Linkes Bein geht hoch in die Stuhlposition. Halte. Nimm deine Arme mit hoch, Schulterblätter tief. Dreh den Brustkorb nach links. Öffne deine Arme zur Seite. Arme wieder hoch. Nach vorne drehen und wieder runter. Gleichmäßig spüren. Gewicht wieder auf links.
Rechtes Bein geht hoch. Arme nehmen hoch. Brustkorb dreht. Arme öffnen. Arme wieder hoch. Nach vorne drehen. Und wieder runter. Und linkes Bein. Arme nimm gleich mit hoch. Dreh den Brustkorb. Öffne deine Arme. Arme wieder hoch. Nach vorne drehen. Und wieder runter. Jede Seite noch einmal. Rechtes Bein geht hoch. Länge behalten. Brustkorb drehen. Die Arme öffnen dabei. Und wieder Arme hoch. Nach vorne drehen. Und wieder runter. Letztes. Linkes Bein geht hoch. Brustkorb drehen. Arme öffnen. Arme wieder hoch. Und nach vorne drehen. Und runter. Bleibe da. Gleichmäßig. Deine Fußsohlen spüren. Wir gehen jetzt hoch in den Zehenstand. Mit dem Einatmen ziehst du dich hoch in den Zehenstand und ausatmend gehst du wieder runter. Geh langsam hoch, Ferse hebt ab, langsam hochkommen und wieder runter. Bleib in deinem Längegefühl bis hoch zur Krone und wieder runter. Und hoch und wieder runter. Und hochziehen. Und langsam wieder runter. Jetzt nimm deine Arme mit. Arme gehen nach oben. Bleibe da oben. Dreh den Brustkorb nach rechts. Öffne deine Arme. Nimm die Arme wieder hoch. Dreh nach vorne. Und wieder runter. Und hoch mit den Armen und den Zehenstand. Dreh Brustkorb nach links. Öffne deine Arme. Und wieder Arme hoch. Nach vorne drehen. Und wieder runter. Jede Seite noch einmal. Fahr hoch. Brustkorb dreht. Arme öffnen. Arme wieder hoch. Nach vorne drehen. Und runter. Letztes Mal. Fahr hoch. Dreh den Brustkorb. Öffne deine Arme. Arme wieder hoch. Nach vorne drehen. Und wieder runter. Bleibe, ausschütteln, das spürt man auch in der Wadenmuskulatur. Einmal ganz locker lassen. Okay, bleibe wieder, spüre beide Füße. Und jetzt verlagere nochmal Gewicht auf deinen linken Fuß, Länge im Standbein links. Rechtes Bein geht wieder in die Stuhlposition nach vorne. Die Arme sind seitlich. Und dann fährst du mit den Armen nach vorne und zurück. Und nach vor und zurück. Nach vorne und zurück. Gehst in deinem eigenen Tempo und zurück. Die Schulterblätter sind tief Richtung Po. Arme nach vorne und zurück. Mach die Bewegung kleiner und kleiner. Und wenn sie fast neben dir sind, halte mal an mit den Armen und jetzt mach kleine, zackige Bewegungen. Und durch diese kleinen, zackigen Bewegungen spürst du, damit du nicht ganz wackelst, spann deine tiefen Muskulatur an. Kann man wunderbar wahrnehmen, ansonsten wird man nämlich furchtbar mit dem Rumpf ins Wackeln kommen und es soll ja nicht geschehen. Kleine, zackige Bewegungen. Schlägst den Wind nach hinten weg, sozusagen. Und stopp. Locker lassen und wieder runter. Ausschütteln. Wieder erstmal Gewicht auf beiden Füßen, hüftbreit. Gewicht auf rechts verlagern, Länge rechts behalten. Becken kippt nicht, linkes Bein in die Stuhlposition. Arme erst seitlich, fährst nach vorne und zurück. Und nach vor und zurück und vor und zurück und vor und zurück. Und wieder ein bisschen kleiner werden und zurück und kleiner und zurück. Und dann halte seitlich an und kleine, zackige Bewegung. Automatisch die Anspannung spüren in deiner Mitte. Hab die Rippenverbindung, untere Bauchspannung, Schulterblätter tief. Ganz kleine, zackige Bewegung. Im Schultergelenk ist der Ansatz. Und stopp, locker lassen und runter. Nochmal ausschütteln. Wieder beide Füße spüren, wieder Gewicht nach links verlagern, Länge links, rechtes Bein geht hoch. Arme nimmst du jetzt zur Seite in T-Position, Schulterblätter sind tief. Und dann geh hoch mit den Armen und wieder runter. Und hoch
und runter und hoch und runter und noch zwei und runter und letztes und runter. Bring die Arme parallel und auch jetzt hier kleine zackige Bewegungen. Und da auch wieder wahrnehmen, wie du dich ausbalancieren musst, wie deine Tiefenmuskulatur anspannt. Lange Arme behalten und stopp. Runter mit den Armen, locker lassen und runter mit dem Fuß. Ausschütteln. Letztes Mal, Gewicht auf rechts, Länge im rechten Bein. Linkes Bein in die Stuhlposition, deine Arme in die T-Position, Schulterblätter sind tief, Arme gehen hoch und runter und hoch und runter. Wie ein Vogel so ein bisschen, der seine Flügel nach oben und unten bewegt. Stabile Mitte behalten, nachspüren, ob es jetzt ein bisschen wackeliger ist auf der Seite. Jetzt bringst du deine Arme wieder parallel und Länge, Mitte stabilisieren, kleine zackige Bewegungen. Sehr schön. Und stopp. Runter mit den Armen, locker lassen. Einmal hier Schultergürtel, deine Arme runter mit dem Bein ausschütteln. Okay, gut gemacht. So, dann hole ich mir meine Matte ein bisschen näher. Wir gehen jetzt auf unser Kissen drauf. Also du entscheidest, ob also sanfte Noppen oder ob die festeren. Auf jeden Fall kommst du mit dem rechten und mit dem linken Fuß drauf. So, und dich da erstmal einrichten, mal so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie es sich anfühlt. Da musst du auch die richtige Position finden, dass du wirklich gut in dein Gleichgewicht reinkommst, in deine Balance, dass du wirklich gleich viel Gewicht auf beiden Füßen hast. Nimm das wahr. So, beide Beckenknochen auf derselben Höhe, erstmal die Arme locker hängen lassen, reinspüren in deinen Körper, wie der reagiert auf diesem wackeligen Untergrund. Und wenn du das Gefühl hast, so jetzt stehst du ziemlich gut, zieh die Krone hoch, spür deine stabile Mitte und jetzt kipp mal dein Gewicht auf die Fußzehen nach vorne und nach hinten zu den Fersen. Und nach vorne und nach hinten. Und vor und zurück. Und aufpassen, hoppala, vor lauter mit den Armen, aufpassen, dass du in deiner Leiste nicht abknickst. Also bleib stabil mit dem Oberkörper. Dein Gewicht verlagert sich wirklich von den Fersen auf die Fußzehen. Und nächstes Mal, wenn du dein Gewicht hinten hast, auf den Fersen, hältst du das da. Versuch mal da auszubalancieren und auch hier wieder spüren, dass deine Wadenmuskulatur da jetzt schön gedehnt wird in der Position, wenn dein Gewicht hinten ist. Fersen haben Gewicht, Knie sind gestreckt, Leiste ist geöffnet. Darf ruhig wackelig sein. Wenn es wackelig ist, dann heißt es, dass deine Tiefenmuskulatur viel zu tun hat, um das Ganze auszugleichen. Hoppala! Je mehr man spricht und abgelenkt ist, desto wackeliger wird es auch noch. Okay, und jetzt verlagerst du dein Gewicht wieder in die Mitte. Versuch gleichmäßig dein Gewicht zu haben auf den Füßen. Reinspüren, Leiste gut geöffnet haben, Krone zieht hoch, stabil deine Mitte, Arme hängen locker. Und jetzt nimm auch hier mal deine Arme nach oben zur Decke, Schulterblätter sind tief. Versuche auch hier den Brustkorb zu drehen. Becken bleibt stabil. Öffne deine Arme, Arme wieder nach oben, Brustkorb dreht wieder nach vorne. Und Arme wieder runter. Und Arme nach oben. Becken bleibt stabil. Schraub dich raus aus dem Becken. Dreh den Brustkorb nach links. Öffne deine Arme. Und wieder nach oben mit den Armen.
Nach vorne drehen und wieder runter. Und Arme hoch, Brustkorb dreht, schraub dich raus, öffne deine Arme, Arme wieder hoch, nach vorne drehen und runter. Und Arme hoch, Brustkorb dreht, schraub dich raus, öffne deine Arme und wieder nach oben und nach vorne und runter. Letzte Runde. Und nochmal Arme hoch, Schulterblätter tief. Brustkorb dreht, dich rausschrauben, Arme öffnen und wieder Arme hoch, nach vorne kommen und wieder runter. Letztes Mal Arme hoch, Brustkorb dreht, Arme öffnen und wieder hoch, nach vorne drehen und wieder runter. Locker lassen, die Arme, Schultergürtel entspannt, deine Mitte wieder wahrnehmen. Halte dein Gleichgewicht. Okay. Und dann gehst du von hier aus mit beiden Füßen, also erst Gewicht auf einen Fuß verlagern und dann gehst du runter mit einem Fuß und mit dem anderen, stellst dich hinter dein Balancekissen auf, nimmst jetzt mal wahr, wie sich das jetzt anfühlt hier. Und dann gehst du mit dem rechten Fuß auf dein Kissen drauf, in die Mitte. Wir bleiben jetzt im Einbeinstand und ziehst dich hoch. So, linker Fuß, linkes Knie ist angewinkelt. Also versuch dich da im Einbeinstand auf dem Balancekissen zu halten. Nimm deine Arme zur Seite und einfach mal nachspüren, wie dein Körper reagiert. Ob das gelingt, weil wie gesagt, einfach ist es nicht. Zieh die Krone hoch, bleib lang. Hab deine untere Bauchspannung, hab die Rippenverbindung und halte deine Balance. Spür auch nach, wie deine Fußmuskulatur da arbeiten muss, weil die da jetzt ganz schön viel zu arbeiten hat, wenn die da so wackelig steht. Fußgelenk wird stabilisiert, Kniegelenk wird stabilisiert. Tiefenmuskulatur hat viel zu tun. Und dein Gleichgewicht darf hier schön arbeiten. Wenn du magst, kannst du mal probieren, deine Augen zuzumachen. Es wird gleich viel wackeliger, hupsala. Da fällt man gleich runter. Egal, macht nichts. Einmal ausschütteln. Wieder wahrnehmen, erst beide Füße auch wahrnehmen. Wadenmuskulatur hat wieder viel gearbeitet. Und jetzt geh mit dem linken Fuß in die Mitte von deinem Balancekissen drauf. Zieh dich hoch, rechtes Bein angewinkelt, wahrnehmen, Arme zur Seite und Balance halten. Unterschied vielleicht wahrnehmen zur anderen Seite, vielleicht ist es wackeliger. Fußmuskulatur wieder arbeiten, spüren, Sprung. Und Kniegelenk spüren, wie viel die tun müssen. Wadenmuskulatur, Balance. Und wenn du magst, wenn es gut gelingt und wenn du magst, testen magst, schließ die Augen. Und dann wunder dich nicht, wenn es ganz schnell runtergeht. Und jetzt bleibe da unten. Einmal ganz tüchtig ausschütteln die Beine. Nachspüren und dann gehst du nochmal mit dem rechten Fuß drauf, ziehst dich hoch aufs Balancekissen, bleib lang im rechten Bein und jetzt versuch auch lang zu bleiben im linken Bein. Vorstellen, die Leiste links gut geöffnet, Knie gut gestreckt, Fuß ist gestreckt. Hab jetzt die Länge im linken Bein, deine Mitte ist sehr stabil, die Arme zur Seite öffnen, Schulterblätter Richtung Po runterspüren. So, und wenn du jetzt gut in der Streckung bist und dich fühlst von Krone bis zu den linken Fußzehenspitzen lang, die Arme sind lang, versuch dich im Raum zu vernetzen und jetzt versuch mal so ein bisschen nach vorne
zu kommen, also Gewicht mit dem Oberkörper nach vorne zu verlagern, so ein bisschen in die Standwaage zu kommen. Ganz schön schwer. Hopsala, geh runter. Puh. Das ist wirklich nicht einfach. Wir üben. Okay, linker Fuß, geh drauf. Ziehst dich hoch. Länge im linken Bein aufbauen, Länge im rechten Bein aufbauen. Knie ist gestreckt, Fuß ist gestreckt. Ist ganz schön wackelig. Die Arme zur Seite. Versuch dich wieder zu vernetzen im Raum von Krone bis zu den Fußzehenspitzen rechts. Länge im Standbein, die Mitte ist stabil. Und dann nach vorne kippen, dein rechtes Bein geht ein bisschen mit hoch. Aufpassen, wenn es zu wackelig wird, nichts übertreiben, vor allen Dingen langsam in diese Standwaage kommen. Und wenn es zu wackelig ist, geh runter. Also es ist wirklich herausfordernd, es ist nicht einfach. Vor allen Dingen gibt es ja immer, wie ihr wisst, in der Balance gute Tage und weniger gute Tage. Also nicht verzweifeln, wenn es nicht gelingt. Einfach mal wahrnehmen, wie der Körper reagiert, wenn es eben so arg wackelig ist. Okay, wir gehen jetzt von hier aus runter ins Sitzen. Wir setzen uns auf unser Balancekissen drauf. Ihr probiert aus, also auch hier in der Mitte wieder sitzen, dass ihr schön gleichmäßig sitzt. Entweder Diamantsitz, Fersen zusammen oder du machst die Beine ein bisschen auseinander. Dann ist es stabiler. Also, wenn die Fersen zusammen sind, hast du weniger Stabilität, als wenn die Beine und Füße auseinander sind. Entscheide, was dir lieber ist. Wenn die Fersen zusammen sind, richte dir eine Linie zu deiner Wirbelsäule ein, wie immer. Und versuche, dich erstmal in die Balance zu bringen. Erstmal die Fingerspitzen so ganz sanft auf deiner Matte, einfach als Hilfestellung, um da ruhig zu werden, um in die Ruhe zu kommen. Deine Krone zieht hoch, der Schultergürtel ist gut geöffnet, versuch den entspannt zu haben. Schulterblätter sind wie immer tief. Und wenn du das Gefühl hast, oh, jetzt bin ich ziemlich stabil, kannst mal deine Hände auf deine Knie legen und nachspüren. Auch hier muss dann sofort wieder die Tiefenmuskulatur anspringen. Das ist gut. Versuch gleichzeitig die Beine entspannt zu haben, auch die Leiste. Und wenn du merkst, oh, das ist so schwierig, ich kann da gar nicht richtig loslassen in den Beinen, dann nimm lieber die Fingerspitzen wieder an die Seite, aber versuch sie ganz sanft auf der Matte zu haben und vor allen Dingen versuche wirklich in diese Balance zu kommen, dass du rechts und links gleichmäßig bist mit den Fingerspitzen auf dem Boden. Okay, halte deine Stabilität. Untere Bauchspannung, Rippenverbindung, halte, im Längegefühl einatmen und dann mit dem Ausatmen lass dein Kinn zur Brust sinken, wird gleich wieder wackelig, komm zurück in die Mitte, Kinn zur Decke und wieder zurückkommen. Kinn zur Brust, in die Mitte und Kinn zur Decke. Und wieder zurückkommen. Bleibe in deiner Mitte, spüre nach, wie wackelig, wenn die Hände auf den Knien sind. Unbedingt die Tiefenmuskulatur anspannen, wahrnehmen. Denk dran, wenn es zu wackelig ist, lieber Fingerspitzen runter, entscheide du. Nochmal wachsen und jetzt dreh den Blick nach rechts. In die Mitte zurückkommen, Blick nach links. Und wieder zurückkommen. Und nochmal nach rechts. Und wieder zurück. Und nach links. Und wieder zurück. Bleibe im Längegefühl. Beckenbodenspannung aufgebaut lassen. Und jetzt lass mal deine Arme da seitlich runterhängen. Und mach Schulterblattkreise. Schulterblätter rutschen an deiner Wirbelsäule hoch, du ziehst sie weg, lass sie runterrutschen und wieder zurückkommen. Die Arme sind entspannt,
Schöne weiche Bewegung. Du versuchst deine Balance zu halten und wechselst deine Richtung. Immer deinen Körper gut wahrnehmen. Letztes Mal. Schulterblätter tief runterschieben. Und jetzt nimm deine Arme zur Seite. Hab sie leicht gebeugt. Schulterblätter bleiben erstmal tief. Hältst auch hier wieder deine Balance. Und jetzt mit dem Einatmen zieh deine Schulterblätter auseinander am Rücken und versuch deine Schulterblattspitze gedanklich zur Seite zu ziehen. Deine Arme schweben hoch. Und mit dem Ausatmen lass deine Schulterblattspitze wieder tief runterkommen. Rippen gehen zusammen. Und einatmen. Zieh die Schulterblätter erst auseinander. Vorstellen, wie die Spitze dreht. Die Arme schweben hoch. Und mit dem Ausatmen zieh deine Schulterblattspitze im großen Bogen wieder runter. Deine Rückenmuskulatur ist aktiv. Deine Arme gehen einfach mit bei der Bewegung, weil der Bewegungsansatz im Schultergelenk stattfindet. Rippenverbindung gut halten. Und noch zwei. Einatmen, der Brustkorb weitet sich aus. Die Schulterblattspitze dreht zur Seite. Deine Arme schweben hoch. Und mit dem Ausatmen zieh deine Schulterblattspitze wieder tief den Rücken runter. Deine Arme gehen deshalb auch automatisch mit runter. Letztes Mal erst weite, damit dein Schultergürtel nicht hochrutscht. Großer Abstand, Schulterohr. Und ausatmend, Rippen zusammen, Schulterblattspitze zieht runter. Arme gehen runter und wenn du da unten bist, lass die Arme locker hängen. Bleibe. Nochmal wahrnehmen, deine Mitte, nochmal deine Balance wahrnehmen. Und jetzt stütz dich ab auf deiner linken Hand. Und runter von dem Sitzkissen, hat mal kurz Pause, du gehst jetzt von hier aus in den Z-Sitz. Also, rechter Fuß geht nach hinten zum Po, linker Fuß geht zum rechten Knie. Ziel wäre, man kann ja jetzt gut die Sitzbeinhöcker spüren, beide Sitzbeinhöcker gleichmäßig auf der Matte haben, beide Taillen lang, kennt ihr ja auch. Okay, versucht die Beine entspannt. Ziel wäre auch hier, dass die ganz abgelegt sind. Arme seitlich. Wir starten mit dem linken Arm, der geht hoch, Schulterblatt tief. Du achtest eben auf dein Becken, dass das stabil bleibt. Gehst in die Seitbeuge nach rechts, achtest auf beide Sitzbeinhöcker, kommst wieder zurück. Rechter Arm geht hoch, Schulterblatt tief. Achte jetzt auf den rechten Sitzbeinhöcker, der will abheben. Halte den und wieder zurückkommen. Und linker Arm, Schulterblatt tief. Bogen nach rechts, schön in die Dehnung kommen, die Dehnung genießen und rechter Arm. Achte wieder auf den rechten Sitzbeinhöcker, schieb den runter, komm wieder zurück. Und nochmal, linker Arm geht hoch, schönen Bogen nach rechts und wieder zurückkommen. Linker Arm, rechter Arm geht hoch und Bogen nach links. Jetzt bleibst du da, stütz dich ab mit deiner linken Hand, drück dich da gut raus. Und jetzt hoch mit Po und Becken, schieb deine Leiste nach vorne, hab die Dehnung, halte hier, halte, Po ist angespannt, halte. Und jetzt öffne den Brustkorb und komm wieder zur Seite und ganz zurückkommen, runterkommen und da bleiben. Und jetzt tausch deine Beine. Also, du tauschst die Beine, so da geht rechter Fuß zum linken Knie, linker Fuß zum Po, stützt dich ab und dann achte auf den linken Sitzbeinhöcker, der hängt jetzt da so ein bisschen in der Luft gegensteuern. Beide Taillen gleich lang, wahrnehmen, ob es denn so ist. Versuch Beine entspannt, Arme zur Seite, wir beginnen jetzt mit dem rechten Arm. Da geht es einfacher, Schulterblatt tief, du gehst in die Seitbeuge nach links und kommst wieder zurück. Linker Arm geht hoch, achte jetzt drauf, der linke will abheben, soll er nicht, steuer gegen und wieder zurückkommen. Und rechts, Schulterblatt tief, Bogen nach links und wieder zurückkommen.
Aufpassen auf den linken Sitzbeinhöcker, gehen nach rechts, Steuer geben und wieder zurückkommen. Und rechts, Bogen nach links und wieder zurück. Und letztes, da bleiben wir jetzt wieder ein bisschen länger. Geh erst in den Seitbeuge und jetzt stütz dich gut ab, zieh die rechte Hand ein bisschen näher, runterschieben und dann komm hoch. Schieb die Leiste nach vorne, super Dehnung spüren, Po super angespannt. Halte hier, halte. Und jetzt öffne den Brustkorb und schau zu deiner linken Hand. Und komm wieder zur Seite. Und dann komm runter, langsam runterkommen und da unten bleiben, locker lassen. Drehst dich rum, längs auf die Matte. Kommst an mit den Füßen ans vordere Mattenende. Stell die Fußsohlen auf, schön flach. Und dann kipp dein Becken, roll runter, Wirbel für Wirbel und da unten ankommen. Streck deine Beine aus, hüftbreit sind die Beine, du gehst in Fußflex. Schiebst also die Fersen weg, Fußzehen sind zur Decke rausgestreckt. So, nimm wahr, beide Beckenknochen auf derselben Höhe, die Arme sind seitlich, der Schultergürtel ist schön ausgebreitet, Blick geht nach oben. Und jetzt schieb deine rechte Ferse, nimm deine Hände auf die Beckenknochen, das ist besser zur Kontrolle, schieb deine rechte Ferse nach unten weg von dir und wieder zurück. Linke Ferse schieb weg und wieder zurück und rechts schieb weg und zurück und links und zurück und spüre, wie dein Becken seitlich kippt. Spür deinen Beckenknochen nach. Du schiebst abwechselnd die Fersen weg. Fuß bleibt im Flex, Fußzehen entspannt. Nachspüren, sollte eine angenehme Bewegung sein für dein Iliosakralgelenk. Schön, wenn das so verschoben wird. Letzte Runde. Und dann beide Fersen wieder auf dieselbe Höhe bringen. Beide Beckenknochen sind wieder auf derselben Höhe. Stellst rechten Fuß auf und linken Fuß auf. Spür deine Fußsohle wieder flach. Beide großen Fußzehen, ein bisschen Druck drauf bringen, die Arme seitlich, Schultergürtel breit. Du gehst von hier aus in die Brücke. Atme ein, mit dem Ausatmen zieh Steißbein, roll nach oben, Wirbel für Wirbel, schieb deine Knie nach vorne, atme ein hier. Und mit dem Ausatmen lass Brustbein sinken, roll wieder runter, eins nach dem anderen. Ein unten und ausatmend, komm hoch. Knie schieb nach vorne, die Leiste öffnet, Po super angespannt und Brustbein lass sinken, rollst wieder runter. Noch zweimal und ausatmend hochkommen. Einatmen, noch höher, Leiste gut geöffnet spüren und dann abrollen mit dem Ausatmen, Wirbel für Wirbel. Letztes Mal kommst du wieder hoch, bleibst da oben, schiebst Knie nochmal gut nach vorne, Fußsohle schön flach, Leiste super geöffnet, Arme lang, Schultergürtel breit. Und jetzt zieh den rechten Beckenknochen hoch, komm zurück. Links zieh hoch, wieder zurück. Und rechts und zurück und links und zurück. Und nochmal rechts und zurück. Aufpassen, Po bleibt super angespannt. Rechts und links. Und noch zwei und links. Letzte Runde, Fußsohle bleibt flach. In der Mitte wieder ankommen, Knie nochmal gut nach vorne schieben, Po nochmal sehr gut angespannt spüren und mit dem nächsten Ausatmen lass dein Brustbein sinken, rollst du wieder runter, Wirbel für Wirbel in die neutrale Position, bleibst da. Okay, und jetzt nimm dein Sitzkissen, komm ein bisschen hoch und nimm dein Balancekissen zu. Also da musst du jetzt erst ein bisschen ausprobieren. An den unteren Rippenbögen setzt es an und dann legst du dich über dein Balancekissen drüber. Also aufpassen, dass du es nicht zu tief hast, soll aber auch nicht zu hoch sein. An den unteren Rippenbögen ungefähr ansetzen. Füße bleiben aufgestellt.
Hüftbreit, schön flach die Fußsohle. Du verschränkst deine Hände, nimmst die Hände an den Hinterkopf. Ich habe die Arme geöffnet und abgelegt. Bau dir deine Stabilität in der Mitte an, auf. Also vorstellen, du saugst den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Atme hier ein. Und jetzt mit dem Ausatmen, zieh Nacken lang, roll hoch, bis dein Blick bitte Oberschenkel geht. Und mit dem Einatmen, Wirbel für Wirbel, wieder runter, langsam in die Bewegung. Ausatmen, komm hoch, schieb den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule und langsam wieder zurückgehen. Und schön hochkommen, lang den Bogen gestalten, vorstellen, wie du deine Länge behältst, schön Kinn parallel zum Brustbein, ausatmend, komm hoch, jetzt bleibe mit Einatmen hier und ausatmend, langsam wieder runtergehen. Und schön den Bogen spannen, halte mit ein. Viel Bauchspannung und langsam wieder runter. Oh, der Weg ist lang, das heißt, es ist viel Spannung, schon ein bisschen anstrengend. Nächstes Mal, wenn du oben bist, bleibst du oben, komm schön in den Bogen. Jetzt bleibe hier, halte deine stabile Mitte super angespannt, nimm deine Arme nach vorne, behalte die Spannung, auf jeden Fall nicht loslassen hier, halte und jetzt zieh. Und zieh und zieh und zieh und zieh. Bauchspannung bleibt. Schieb den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Ganzen Bauch zum Rücken rausschieben und zieh und zieh. Und noch zwei und letztes. Und dann Hände wieder verschränken. Hände an den Hinterkopf. Und dann langsam abrollen. Der Weg ist weit. Und dann Arme öffnen. Bleibe da. Und lass dich da mal von der Dehnung inspirieren, richtig schön in die Dehnung kommen. Brustkorb kann sich wunderbar öffnen. Behalte deine Stabilität in deiner Körpermitte. Halte, halte. Mit dem Ausatmen versuch richtig gut in die Dehnung deiner Brustmuskulatur zu kommen. Und jetzt spann noch mal ganz bewusst den Bauch an, die Körpermitte. Drück den Kopf in den Hinterkopf in die Hände rein und ein bisschen hochkommen, den Bogen noch mal spannen. Halte jetzt wieder hier und dann kannst dich abstützen mit dem linken Unterarm und gehst ein bisschen zur Seite, holst das Balancekissen raus, einmal ablegen und dem schön nachspüren. Bring deine Füße ein bisschen näher zum Po. Arme seitlich öffnen und dann einfach mal das ein bisschen nach rechts und links mit deinen Beinen. Kommst dann wieder in deiner Mitte an, nimmst dein Balancekissen, heb den Po hoch und leg dir dein Kissen unter dein Kreuzbein. Auch hier musst du ein bisschen ausprobieren, dass es richtige Position hat. So. Auch hier wieder deine Länge spüren in der Bauchmuskulatur. Achte darauf, dass dein Becken ziemlich gut in neutraler Position ist. Du hast die Arme seitlich am Körper, kannst deine Hände sozusagen um das Balancekissen legen. Dann treffen sich vielleicht deine Fingerspitzen. Hab den Schultergürtel gut geöffnet. Und jetzt bring rechtes Bein in die Stuhlposition, linkes ebenso. Du bringst die Beine zusammen, streck die Beine nach oben aus. Mach Fußflex, schieb die Ferse hoch, geh in die Außenrotation und hast du ein kleines V mit deinen Füßen. Die Beine sind senkrecht, versuch Knie gestreckt zu haben und jetzt mit dem Einatmen öffne deine Beine zur Seite. Fußflex bleibt, Außenrotation bleibt. Streck die Füße, bleib in der Außenrotation und dann komm langsam wieder zurück. Ferse fest zusammenpressen, Bein Innenseite ebenso. Fußflex.
Und wieder öffnen. Mit dem Einatmen Länge behalten. Fuß streckt. Und zieh die Sitzbeinhöcker zusammen. Schön langsam, gleichmäßig in der Mitte ankommen. Mit rechtem und linken Bein. Pressen, Ferse und Beininnenseite. Und wieder flex. Versuche wirklich mit Kraft zu arbeiten, nicht mit Schwung. Deine Mitte muss stabil bleiben. Füße streckt, zieh die Sitzbeinhöcker zusammen, langsam die Beine zusammenführen, gegen Widerstand arbeiten, fest Ferse pressen, Festbein Innenseite und wieder Fußflex. Öffne langsam. Fuß streck und langsam wieder zusammenziehen. Die Mitte super stabil. Ferse pressen, Bein Innenseite pressen, Flex Fuß und wieder öffnen. Und jetzt bleibst du da geöffnet. Halte, halte, nochmal Ferse bewusst wegschieben, versuch gestreckte Knie behalten, schön in die Dehnung kommen, deine Beininnenseite. Halte, halte und dann streck die Füße, zieh die Sitzbeinhöcker wieder zusammen, komm langsam zurück, gleichmäßig, gleichzeitig in der Mitte ankommen, Beine pressen, Ferse pressen, bring Beine parallel und Ferse zum Po fallen lassen. Einmal durchatmen. Ganz locker lassen. Okay. So, und jetzt von hier aus, ich glaube, ich muss ein bisschen nach vorne kommen, sonst reicht mir der Abstand nicht. Also, du bleibst auf deinem Kissen drauf, bringst deine Beine wieder in die Stuhlposition erstmal, streckst die Beine nach oben aus, halte hier. Und jetzt von hier aus rollen wir uns nach hinten mit den Beinen. Du atmest ein hier, Mitte wieder super stabil, denk dran nicht mit Schwung, mit dem Ausatmen. Zieh dein Steißbein nach vorne, die Beine gehen nach hinten und jetzt drück dich raus. Bring die Beine parallel nach hinten und dann öffne deine Beine, mach Fußflex. Versuch da hinten die Fußzehen aufzustellen, wenn es geht. Und mit dem nächsten Ausatmen schieb die Ferse weg. Schieb den Bauch zum Rücken raus. Roll Wirbel für Wirbel nach vorne. Du landest auf deinem Balancekissen. Wenn die Beine parallel sind, also senkrecht sind, schieb die Ferse nochmal hoch. Streck die Füße, schließ die Beine. Und einatmen hier. Mit dem Ausatmen zieh Steißbein nach vorne. Becken kippt, langsam, drück dich raus, hoch und dann bring die Beine parallel. Füße flex, öffne hüftbreit, versuch hinten die Fußzehen aufstellen, wenn es geht. Bauch schieb zum Rücken raus und jetzt langsam Wirbel für Wirbel wieder abrollen bzw. auf dem Balancekissen landen. Bring die Beine wieder in die Senkrechte. Streck die Füße, schließ die Beine. Noch zweimal. Und einatmen hier. Mit aus. Zieh dein Steißbein nach vorne. Becken kippt. Drück dich raus. Komm hoch. Beine nach hinten parallel bringen. Öffne hüftbreit. Füße flex. Fußzehen aufstellen. Mitte stabil halten. Und schieb die Ferse weg von dir. Versuch Beine dicht am Körper zu halten, auf dem Kissen landen, die Beine senkrecht und streck die Füße, schließ die Beine. Letztes Mal atme ein, mit dem Ausatmen Steißbein zieht nach vorne, dein Becken kippt, drückst dich raus, komm hoch. Und dann erst parallel bringen, hüftbreit öffnen, Füße flex, hinten aufstellen, wenn es geht. Und ansonsten jetzt langsam Wirbel für Wirbel wieder abrollen. Schultergürtel bleibt breit. Und dann kommst du mit den Beinen wieder in der Senkrechte an. Nochmal richtig gut Fußflex. Und dann streck die Füße, schließ die Beine und lass Ferse zum Po fallen. Okay, stell rechten und linken Fuß auf. Und dann einmal hoch mit dem Becken und Po. Das Kissen legst du dir zur Seite. Fühlt sich jetzt schön an. Kann man jetzt wunderbar das Kreuzbein spüren. Und dann streck nochmal deine Beine aus. Mach gleich nochmal Fußflex. Lass die Hüftbreit geöffnet. Und jetzt wie vorhin. Nimm die Hände an die Beckenknochen. Schultergürtel ist schön breit. Und schieb rechte Ferse weg. Und linke Ferse weg.
und nochmal rechts und links und rechts und links. Richtig schön mobilisieren. Sollte sich jetzt schon richtig schön weich anfühlen. Letztes Mal kommst in deiner Mitte wieder an und dann rechten Fuß, linken Fuß aufstellen. Beide Hände an die Kniekehlen, hol dir Schwung, aber spann den Beckenboden an, lande da oben und dann kommst du seitlich auf dein Sitzkissen. Also, wir gehen in die Seitlage und das Balancekissen hast du so an den unteren Rippenbögen wieder. Richtest dich da ein, auch hier probierst ein bisschen aus. Das untere Bein ist angewinkelt, das obere Bein ist in Verlängerung zu deinem Oberkörper. Becken schön senkrecht, Leiste ist geöffnet. Okay, und den unteren Arm strecken. Und den oberen Arm ebenso. Also, Hände sind übereinander. So, deine Mitte ist stabil, Schulter wegziehen vom Ohr. Atme hier ein. Und jetzt mit dem Ausatmen geht oberer Arm hoch, du drückst dich raus, Arm geht oder Hand geht zum Bein. Taille hat Spannung und dann gehst du wieder zurück. Und ausatmen, hochkommen, Hand an Bein und wieder runter. Und hoch und runter. Spüre, wie deine obere Taille zusammengezogen wird. Und wieder in die Länge gezogen wird. Und hoch und runter. Bleib mit dem oberen Bein in Verlängerung. Also das bleibt wirklich an der Position in einer Linie. Und nächstes Mal, wenn du oben bist, nimm den unteren Arm auch noch mit hoch. Halte den in der Luft. Halte den hier. Dann hat die Taille noch mehr zu tun. Und jetzt mit dem Ausatmen, mit dem oberen Arm. Zieh. Und zieh, und zieh, und zieh, und zieh. Taille hat viel Arbeit. Und noch zwei. Und zieh. Und jetzt halte, halte einfach, halte und runterkommen. Locker lassen. Taille hat viel getan. Durchatmen. Und dann drück dich raus, komm hoch und nimm dein Balancekissen auf die andere Seite. Also wieder hier an den unteren Rippenbögen ansetzen. So, unteres Bein angewinkelt, oberes schön in Verlängerung zu deinem Oberkörper. Arm ausstrecken. Oberen Arm ebenfalls ausstrecken, die Hände sind übereinander. Deine Mitte ist gut stabil, Länge im Bein und den Arm, Schulterblatt wegziehen Richtung Po. Atme ein hier. Und jetzt mit dem Ausatmen, komm hoch, Hand geht zu Bein und wieder runter. Und hoch und runter. Und hoch, bleib lang im Bein und im Arm. Die obere Taille spüren, wie die sich zusammenzieht und wieder, wie sie langgezogen wird. Untere Bauchspannung behalten, Rippenverbindung, Hinterkopf an deiner imaginären Wand. Und hoch und runter. Letztes, jetzt bleibe oben, nimm den unteren Arm hoch, ganze Arbeit verstärkt sich, halte die Position, halte. Und jetzt zieh und zieh und zieh und zieh und zieh und drei und zwei und letztes, halte, halte und dann langsam runtergehen. Locker lassen. Gut gemacht. Durchatmen. Okay, und jetzt stützt dich ab und gehst von hier aus auf den, also erstmal Vierfüßlerstand und dann gehst du von hier aus auf beide Unterarme mit deinem, auf dein Kissen. Also gehst ans vordere Mattenende. Ein Unterarm auf das Kissen draufbringen, den anderen Unterarm, da musst du dich jetzt wieder ein bisschen einrichten, so ausprobieren, wie die Position gut ist und dann schieb die Schulterblätter wieder den Rücken runter, versuche flachen Rücken einzurichten, deine Mitte ist gut stabil, so und jetzt einfach hier
Gewicht auf linkes Knie ein bisschen bringen und jetzt streck dein rechtes Bein aus, stell die Fußzehen auf und jetzt auch rechtes Bein lang ziehen, auf den Fußzehen, Po runter, Leiste geöffnet, halte jetzt einfach hier deine Stabilität. Gar nichts machen, einfach nur statisch die Bewegung wahrnehmen, wie da jetzt wirklich deine Muskulatur arbeiten muss, kann man wunderbar spüren. Man kommt da auch gleich ins Schwitzen, weil man das halten möchte, halten muss. Untere Bauchspannung, Rippenverbindung, halte, halte. Noch ein bisschen durchhalten, gleich geschafft. Po angespannt, unterer Rücken geschützt, Leiste geöffnet. Atem fließt. Achte auf deinen Po, dass der untere Rücken geschützt ist. Und dann komm langsam zurück. Beide Knie runter. Und jetzt schieb den Po in die Fersen. Lass die Hände auf dem Balancekissen mitrutschen. Und da dich aushängen. Brustbein lass runter. Lang die Arme, hab Druck auf den Handflächen und dich da richtig schön aushängen. Atem fließt. Und dann bring Gewicht auf deine Handflächen drauf, komm nach vorne in die Vierfüßlerposition. Also, ich drehe jetzt mein Balancekissen rum. Manche haben ja in der Mitte so eine glatte Fläche. Und jetzt nimmst du das Balancekissen auf deine rechte Seite, gehst mit der rechten Handfläche aufs Kissen drauf. So, die linke Hand ist auf dem Boden. Richtest dich jetzt hier richtig gut im Vierfüßler ein, knie eine Linie zur Hüfte, stabilisier dich im unteren Bauch, Rippenverbindung, untere Bauchspannung. Ellbeugen drehst du zueinander, rechte Handfläche schiebt runter ins Balancekissen, linke Hand, aber versuch dennoch ein bisschen auszugleichen. Das heißt, der linke Arm ist jetzt gestreckt, rechts noch nicht ganz, sonst wirst du ganz schief. Okay. Gut stabilisiert, Schulterblätter zum Po ziehen und jetzt streck dein rechtes Bein, also Gewicht auf linkes Knie bringen, streck dein rechtes Bein aus, richtig viel Länge und jetzt streckst du den linken Arm noch aus, auch hier Länge. Schulterblatt zieht zum Po, Leiste ist gut geöffnet, Knie gestreckt. Halte erstmal die Position und spür deinem Körper nach, wie er reagiert. Halte, halte. Und jetzt von hier aus versuche mit der linken Hand zum rechten Knie zu ziehen und wieder streck. Und zieh zusammen und streck. Und zusammen und streck. Und zusammen und streck. Zusammen und streck. Und jetzt versuch Ellbogen und streck. Ellbogen und streck. Und Ellbogen und Streck. Und noch zwei und Streck. Und letztes und Streck. Nochmal Balance halten. Halte. Spür deine Mitte stabil. Halte. Und wieder zurück auf alle Viere. Einmal tauschen. Balancekissen auf die linke Seite nehmen. Rechte Hand auf den Boden. Linke Hand aufs Balancekissen. Schieb die Handfläche runter. Finger sind gespreizt, Ellbeuge dreht zueinander. Hab deine Hände eine Linie zur Schulter. Bei den Beinen nachprüfen, Knie eine Linie zur Hüfte, hüftbreit geöffnet. Okay. Und jetzt bring Gewicht auf dein linkes Knie und streck dein rechtes Bein aus. Nein, falsch rum. Gewicht auf rechtes Knie und streck dein linkes Bein aus. So, halte jetzt hier erstmal und jetzt löse deine rechte Hand und streck den rechten Arm nach vorne. Halte deine Balance, halte. Untere Bauchspannung, Rippenverbindung.
halte, halte. Okay, und jetzt zieh Hand und Knie zusammen und wieder streck. Hand und Knie zusammen und streck. Und zusammen und streck. Und zusammen und streck. Und letztes so und streck. Und jetzt die Knie zusammen mit Ellbogen und zu streck. Ellbogen, Knie und streck. Und zusammen und streck. Und zusammen und streck. Und noch zwei und streck. Und letztes und streck. Bleibe hier, halte, halte. Untere Bauchspannung nicht verlieren, Rippenverbindung. Und dann komm auf alle Viere zurück. Kissen nach vorne und dann beide Hände nochmal aufs Kissen drauf. Und dann schieb nochmal deinen Po in die Fersen. Behalte lang die Arme. Lass dein Brustbein sinken. Stirn in die Matte sinken lassen. Durchatmen. Okay, dann drück dich nochmal raus. Balancekissen ein bisschen näher bringen. Beide Hände auf dem Kissen drauf. Mitte nochmal stabil spüren. Ellbeugen nochmal gut zusammen. Schulterblätter nochmal Richtung Po ziehen. Und von hier aus runden Rücken. Und Brustbein nach vorne. Und runden Rücken. Und Brustbein nach vorne. Und nochmal rund. Und Brustbein nach vorne. Und nochmal rund. Und Brustbein nach vorne. Schulterblätter ganz tief. Kannst immer ein bisschen größer in die Bewegung kommen. Noch zwei. Und letztes. Halte jetzt diese Position, spür deine Schulterblätter ganz tief Richtung Po. Halte, aufpassen, dass es nicht im unteren Rücken irgendwie unangenehm ist. Sonst mach die Bewegung kleiner, spür Rippenverbindung, untere Bauchspannung. Und jetzt bleibe hier, stell deine Fußzehen hinter dir auf und dann geh runter mit den Händen. Lauf mit den Händen zu deinen Knien dran und drück dich raus, komm in die tiefe Hocke. Und dann bring die Hände zu deinen, in die Nähe von deinen Füßen. Drück dich mit den Handflächen raus. Streck deine Beine. Und da oben ankommen. Lass den Kopf nochmal hängen. Richtig Schwere spüren. Uiuiui. Die Schwere deines Kopfes wahrnehmen. Bauch schieb zum Rücken raus. Und dann zieh Steißbein runter, roll hoch, Wirbel für Wirbel, komm in die Aufrichtung, lass die Schulterblätter rutschen und da oben ankommen, drehe ich mich zu euch. Wir rollen noch einmal die Wirbelsäule ab, du bist hüftbreit, nimmst deine Arme nochmal nach oben, zieh die Schulterblätter den Rücken runter, bleib mit deiner Fußsohle gut verankert und jetzt räkel dich, zieh und zieh nochmal lang und zieh. Und zieh und nochmal zieh. Letzte Runde. Beide Hände auf dieselbe Höhe, die Arme zur Seite. Locker lassen, nochmal Kinn zur Brust. Und nochmal abrollen. Wirbel für Wirbel. Kannst ein bisschen deine Knie beugen. Da unten ankommen. Kleines bisschen federn mit dem Oberkörper. Spür nochmal die Schwere. Schieb nochmal bewusst den Bauch zum Rücken raus. Geh nochmal nach rechts, in die Mitte zurück nach links und dann wieder in die Mitte zurück. Bring den Oberkörper zur Ruhe, nochmal mit den Armen baumeln. Die Weite nochmal spüren im oberen Rücken, andersrum. Arme zur Ruhe bringen, nochmal einatmen
Und mit dem Ausatmen zieh Steißbein runter, rollst hoch, Wirbel für Wirbel. Knie streck, lass Schulterblätter rutschen, komm oben an. Zieh dich nochmal in die Länge mit dem Einatmen und Ausatmen. Lass Schultergürtel locker, Arme locker, Po und Beine und deine Mitte, die spürst noch ein bisschen stabil. Und das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so ein bisschen Balance zu üben und die Tiefenmuskulatur zu spüren. Und wünsche euch wie immer einen wunderschönen Resttag. Lasst es euch gut gehen und ja, bestimmt bis bald. Tschüss.